Hallo alle zusammen. Ja, gerade wenn es draußen kalt wird, wird unser Immunsystem schwächer und da hilft Yoga. Hier kommt mein kurzes Immun-Yoga-Programm. Wir fangen an mit einer kleinen Atemübung. Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Du legst Zeigefinger und Mittelfinger zwischen deinen Augenbrauen. Verschließt dein rechtes Nasenloch mit dem rechten Daumen. Atmest durch das linke Nasenloch ein. Verschließt dein linkes Nasenloch und atmest durch das rechte Nasenloch wieder aus. Jetzt atmest du rechts ein, verschließen, links ausatmen. Links einatmen, verschließen, rechts ausatmen. Schließ ruhig deine Augen, rechts einatmen, verschließen. Links ausatmen, links einatmen, verschließen und rechts ausatmen, rechts einatmen, verschließen, links ausatmen, noch einmal links einatmen, verschließen und rechts wieder ausatmen. Nimm die Hand nach unten, atme durch beide Nasenlöcher ein und aus. Und dann öffne langsam deine Augen. Diese Atemübung ist besonders gut, gerade wenn man zu Erkältungen neigt. Das heißt, jeden Morgen am besten gleich diese Atemübung machen. Nadi Shodhana. Wir machen weiter, ich drehe mich auf meinen Stuhl. Und streck die Beine nun aus, stütz dich mit den Händen hinten ab, sodass die Fingerspitzen nach hinten zeigen und heb deinen Brustkorb nach oben an, atme hier ein. Ausatmen, wieder lösen, einatmen, Brustkorb heben und ausatmen, wieder lösen, einatmen, halte die Position, zieh die Schulterblätter eng hinten zusammen, heb deinen Brustkorb weit nach oben zur Decke an. Und dann löse wieder auf. Dann gehen wir etwas tiefer nach unten, lehnen uns zurück, streck die Beine aus, die Schulterblätter liegen noch auf deine Sitzfläche, der Kopf ist frei und jetzt kannst du die Arme nach hinten ausstrecken. Wenn das zu anstrengend im Nacken ist, dann stütz ruhig den Kopf mit den Handflächen und bleibe hier. Und dann öffne den Brustkorb weit nach oben zur Decke. Das Kinn etwas in Richtung Brustbein bringen oder den Kopf etwas weiter nach hinten. Und dann halte die Position hier. Und öffne dich. Streck die Beine lang aus. Halten. Halte noch zwei Atemzüge. Und dann beug deine Beine, halte dich an deinem Stuhl fest, deine Sitzfläche, roll das Becken ein und komm nach oben zum Sitzen. Dann kommen wir zu einer kleinen Drehhaltung. Dreh dich langsam auf. Die rechte Hand kommt nach hinten, die linke Hand ist außen vorne. Du drehst dich Wirbel für Wirbel nach rechts auf. Schiebst deine rechte Handfläche weg von dir und die linke Handfläche zieht. Und dann löse langsam wieder auf. Wir schwingen zur anderen Seite. Setz dich nach vorne hin, ganz aufrecht. Bring die linke Hand nach hinten. Die linke Hand drückt die Stuhllehne weg. Die rechte Hand ist außen, vorne und sie zieht. Heb deinen Brustkorb nach oben an und dreh dich Wirbel für Wirbel mit dieser Druckzugbewegung auf. Zieh die Schulterblätter hinten näher zueinander und wachse nach oben in die Länge und dreh dich noch weiter auf. Halte noch zwei Atemzüge
Und dann löse langsam wieder auf. Schwing dich wieder nach vorne. Setz dich wieder aufrecht hin. Leg die Hände auf deine Bauchdecke. Wir kommen jetzt zur Bauchatmung. Und durch die Bauchatmung aktivieren wir unser Zwerchfell. Das Zwerchfell ist oft verkümmert und deswegen leidet auch unser Immunsystem darunter. Wenn wir tief in den Bauch atmen und unser Zwerchfell aktivieren, aktivieren wir auch die Bauchorgane und stärken somit unser Immunsystem. Bring die Hände auf deine Bauchdecke, schließ deine Augen und versuche dich rein auf deine Bauchatmung zu konzentrieren. Atme in den Bauch tief ein und aus. Noch zwei Atemzüge, durch die Nase einatmen, durch die Nase ausatmen, ein letzter Atemzug. Und dann öffne langsam deine Augen. Und dann würde ich sagen, jetzt seid ihr gut gewappnet für die kalte Jahreszeit. Bis zum nächsten Mal. Mehr Yoga findest du bei uns in unserem Yoga-Channel. Das Ganze ist kostenlos, einfach abonnieren und somit verpasst ihr in Zukunft kein neues Video mehr.